So, hallo, wir machen weiter mit Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Und das letzte Mal haben wir Missionen gemacht, so Nebenmissionen. Es ist auch jetzt schon ganz viel blau hier. Da kommt wahrscheinlich noch ganz viel mehr dazu. Ich habe da ein bisschen Bammel, was noch alles kommt. Aber jetzt ist vor allem eine Mission noch offen. Und zwar die nächste Hauptmission, die der Wald von Hyrule ist. Befreiung des Waldes der Crocs. Ich nehme an, dass ich nicht sprechen kann. Ich gehe davon aus, wir bewegen uns in Richtung Masterschwert. Na, also, beziehungsweise Heiliges Bannschwert heißt es ja in Dings. Breath of the Wild. Und ja. Ich muss jetzt erstmal wieder die Waffe von Link wechseln. Das ist ganz wichtig. Weil der Eisname ist nicht das, womit ich kämpfen will. Sondern das da. Mein Exalbumerang ist meine aktuelle Hauptwaffe. Ich denke mal, bei Link wird es ja... Ach, guck mal, wir haben hier schon wieder so viel Zeug. Wir würden jetzt ja in dieser Runde wieder Waffen bekommen. Das heißt, ich muss unbedingt jetzt erstmal Waffen... hier. Da. Jo. Nee. Oh. Das war falsch. Da. Ich muss unbedingt Waffen kombinieren. Und zwar, dann mache ich einfach den Exalfoss-Boomerang noch stärker, weil ist halt so. Und ich kann jetzt hier alles Mögliche reinknallen. Ist das Übungsschwert nicht die DLC-Waffe, die wir da bekommen? Nicht DLC, die Dingswaffe, die wir bekommen haben? Also wir... Wobei, die Lanze würde ich mal lassen, weil es eine Lanze ist. Ah, ich habe allerdings auch eine Exal-Lanze. Oh, ich habe auch eine gute Lanze. Dann können wir die zwei Lanzen eigentlich rausschmeißen. Die machen halt jetzt nur EP, aber ich denke, es macht alles nur EP, weil, ja, weil wir halt schon so stark jetzt mit Stufe 7 sind. Da dauert das eh ein bisschen, bis das hier alles... Okay, also ich würde gerne von jeder Art, also zwei Hände würde ich gerne eins lassen, das ist der Hammer, dann kann die Axt eigentlich weg. Ich glaube, die brauche ich nicht. Die Bockkeule kann sicherlich auch weg. So, und jetzt können wir eins noch reinnehmen. Die Holzkelle brauche ich eigentlich auch nicht, ne? So. Zack. Jetzt ist die Frage, werden wir mehr als fünf Waffen bekommen in dieser Runde oder nicht? Hau ich noch mehr rein? Komm, wir nehmen noch ein paar Schwerter mit rein. Like. Dies... And dies. Irgendwie habe ich... Will ich die Glückskelle... Was? Indem du Siegel derselben Form kombinierst, kannst du etwa ihre Wirkung oder die Angriffskraft der Waffe verstärken. Ah, das würde jetzt Schaden durch... Okay. Interessant. Das wäre jetzt eine Kombination von Schaden durch Attackenhagel und Schaden durch Spezialangriff und wäre noch stärker. Das wäre einfach noch stärker. Aber ich will die Glückskelle irgendwie noch nicht einsetzen. Ich weiß nicht. Vielleicht ist die wirklich nur dafür da, um sehr gut zu sein, zum Kombinieren. Aber dann würde ich die halt dann einsetzen, wenn ich meine letzte Waffe habe, mit der ich dann auch wirklich final spiele. Weil ich werde ja nicht final mit dem Boomerang spielen. Sondern wahrscheinlich eher mit dem Bandschwert. Weiß nicht. Den Bockstock können wir auf jeden Fall reinnehmen. Nochmal so ein... Ach, guck mal, hier geht das genauso. Da brauche ich gar nicht die Glückskelle dafür. Zack. Und dann gibt es hier nochmal einfach EP drauf. Okay. Machen wir das. Sehr schön. Vielleicht kann man ja auch die ganzen Sachen behalten, indem man dann den Exalbumerang, diese Stufe 10-Ding mit dem was anderem verknüpft. Und so behält man das ganze Zeug, was man da gemacht hat. Ich habe keine Ahnung. So. Na, guck mal, hier können wir nämlich auch schon wieder ordentlich draufknallen. Aber da ist die Entscheidung nicht so schwierig. Da geht einfach das und das und das und das geht raus. Und die Geschichte ist durch. Da sollte jetzt genug Platz sein. Zelda hat diese Bücher, ne? Genau. Das ist alles das Gleiche. So, bis auf die Effekte halt. Jetzt kann ich mir überlegen, welchen Effekt ich weiterhin nutzen will. Also aktuell nutzt sie das Fünferding, was halt der größte Blödsinn ist. Monsterteile plus 5. Schaden gegen hochgeschleuderte Gegner plus 7.
Schaden durch normale Angriffe plus 2, Monsterteile plus 5, Schaden durch Attackenhagel plus 7, EP in der Schlacht plus 3, Schaden in der Luft plus 7. Ich meine, wenn ich es kombiniere, kriege ich wahrscheinlich eh die Sachen dazu. Ne? Also ich rüste jetzt erstmal das hier aus. Und dann hauen wir einfach alles in Combo rein, was geht. Ja, guck mal, jetzt kommt das andere dazu. Monsterteile plus 5%. Okay. Dann können wir das doch so machen. Sehe nicht, warum das nicht gehen sollte. Gut. Ich meine, sie hätte genug Platz gehabt, aber so hat sie jetzt noch mehr Platz. So, Mifa ist auch schon gewaltig voll, aber auch Mifa kann einfach ganz viele Lanzen abgeben, weil ist halt so. So, zack, zack. Wir nehmen einfach der Reihe nach unten, von unten durch. So, geht am schnellsten. Jawohl. Machen wir noch mehr, dass mehr Platz wird. Zack, zack. Zack, zack, zack. Okay. Na, bevor wir die nämlich verkaufen müssen am Ende und ich sie nicht nutzen kann, nutze ich sie lieber hier zum Verbessern, ist ja klar. So, dann haben wir das. Dann haben wir noch da. Wenn wir mal hier Millionen Charaktere haben, es wird... Oh Gott, das wird unübersichtlich. Okay, darum kann jetzt wirklich genug Platz. Ah, er kann was gebrauchen. Wir verbessern den Adlerbogen natürlich. Ah, da kriegen wir noch neue Dings dazu. So. Okay. Und dann hätten wir noch Urbosa. Ja, die braucht jetzt nichts Neues. Okay. Gut, dann haben wir jetzt alles... Eieiei, alles gemacht. Und schon wieder alles Geld weg. Seht ihr, wie schnell das Geld hier weg ist? Unfassbar. So. Jetzt aber, auf geht's. Mit wem spielen wir? Hier sind Zelda, Revali und Link. Ich kann nur... Ne, also Zelda und Link sind safe, die müssen spielen und dann kann man hier austauschen. Ah, deswegen ist da das Symbol, das Austauschsymbol. Seht ihr das unten rechts? Ist ein Austauschsymbol. Da sieht man, dass man austauschen kann. Aber wir lassen Revali drin. Revali ist ein guter Charakter zum Kämpfen. Auf geht's. So, wie viele Minuten habe ich schon wieder verschwendet? 7 Minuten? Lasst uns mehr Minuten verschwenden, indem wir jetzt gleich der Croc suchen werden in einer neuen Map. Ich freue mich. Das ist bestimmt auch wieder eine Map, die ich in zwei Parts aufteilen muss. König Roam gab den Piloten der Titanen ihren ersten Befehl. Den Ritter zu finden, der das Bannschwert führt. Dafür musste jedoch zuerst der Wald der Crocs befreit werden, in dem eben jenes Schwert ruhte und seine Ergreifung durch den Ritter harrte. Ja, jetzt müssen wir den erstmal befreien. Das ist der besetzt aktuell. Alle vier Piloten begaben sich nunmehr auf den Weg, begleitet von Zelda, die dank ihres Wissens um die Titanen unabdingbar war, sowie von Link, der als ihr Leibwächter nie von der Prinzessin Seite wich. Von der Prinzessin Seite. Okay. Auf geht's. Diese Pflicht hat mir der König von Hyrule selbst auferlegt. Es ist mir eine Ehre, sie gewissenhaft zu erfüllen. Gar kein Problem. Das ist nicht das Problem hier. Doch wieso soll Link der Anführer in der kommenden Schlacht sein? Egal, wer Anführer ist. Wir müssen alle unser Bestes geben. Aber mein Titan ist Mittelpunkt der Strategie, richtig? Also möge das verstehen, wer da will. Tja, wenn er sich als Klotz am Bein erweist, dann wird sich sein Ruf als Beschützer der Prinzessin schon bald in Luft auflösen. Revali,
Was meinst du, wie lange wir uns dein Murren noch anhören müssen? Ja, ja, schon gut. Es ist sowieso an der Zeit für eine kleine Demonstration. Der Macht des Titanen Vamedo! Wait, what? Ist das die Titanenmission? Das ist eine Titanenmission! Oha! Ach so, ja, vielleicht suchen wir auch keine Crocs. Vielleicht habe ich die Waffen auch komplett umsonst. Ach, habe ich gar nicht gesehen. Hätte ich das sehen können? Hat das da angezeigt, dass das die Titanenmission? Upsi. Ja, moin. Aber ich zünd doch einmal in den Wald rein und dann ist alles aufgeräumt. Hm. Ah ja. Oh mein... Oh, das ist... Na also. Yo, das ist richtig gut. Und noch funktioniert die Steuerung ganz gut, muss ich dazu sagen. Also, ah, guckt euch das an, die Karte da unten. Okay, Barriere muss ich machen, wenn sowas kommt. So wie jetzt. Und hopp, hopp, hopp. Yo, das ist super gut, Mann. Ach du! Jetzt sehe ich das erst, dass das solche Dinger sind. Komm nicht weiter runter. Ah, den kriege ich nicht mehr. Ah, jetzt doch. Zerstöre jeden Vorposten ist die Mission, okay. Das heißt, die muss ich eigentlich gar nicht erledigen. Nice. Das war... Ich habe keine Ahnung, was ich gedrückt habe, aber es hat ordentlich gerumpt. Lichtklingen habe ich gedrückt. Ah ja. Aber ich muss weiter runter. Ich komme nicht weiter runter. Blickwinkel ändern. Y, was? Yo, ich kann... Ist das jetzt... Ach so... Oh mein Gott, ist das... Ich steuere das halt gerade fast nur mit der Hand. Also die Bewegungssteuerung ist hier echt gut umgesetzt. Das muss man mal zugeben. Kann ich hier wieder Lichtdings machen? Ach, ich hab... Okay. Ich verstehe, das habe ich falsch gemacht. Ist egal. Die kannst du nicht weiter. Ah, ich bin hier am Rand. Ja, moin. Y. Wieder nach oben. Dann kann ich hier weiter aufräumen. Okay, ich verstehe das Konzept. 11 von 27, aber ich muss mehr auf die Posten gucken. Ich brauche jetzt mal die Karte größer. Dankeschön. Ah, ich muss aber an dem Rand entlang fliegen. I see. Ich muss aber an dem Rand entlang fliegen. Jetzt drehen wir hier mal richtig rum. Damit ich die Posten da draußen abschießen kann. Wenn ich nicht hinfliegen kann, muss ich sie abschießen können. Jo, das ist voll die gute Mission. Ich feiere das gerade viel zu hart. Es spielt sich halt auch einfach großartig. Du kannst halt vor allem die Schüsse sogar abschießen. Du musst die nicht mal... Ah, ich muss da unten. Deswegen muss ich den Blick... Ah, die sind hier überall. Ah, hier und da. Die
sehe ich nur, wenn ich den Blickwinkel so mache, oder was? Über da! Über da! Die sind da unten. Ich verstehe, wie das aufgebaut ist. Jetzt muss ich hier wieder den Blickwinkel ändern. Yo, das ist einfach so ein Viech in der Luft. Okay. Das war die falsche Taste, aber ist okay. Ah, ich habe hier einfach ganz viel am Anfang verpasst. Also dann. Na, das hat mich schon gehauen. Das war dumm. Da unten ist wieder einer. Komme ich so ran? Nein. Aber so. Oh Gott, das ist viel zu gut. Oh, hi. Moin. Moin. 6 Stück noch. Da ist wieder einer. Hä, hey, war ich da? Aber da bin ich doch vorhin durchgeflogen. Da war nichts da vorhin. Hier war vorhin nichts. Oder bin ich zu... Hä? Jetzt sind die erst aufgetaucht. Vielleicht sind die auch erst aufgetaucht und ich habe sie vorhin einfach nicht... Das kann auch sein. Weil ich bin doch vorhin hier drüber geflogen, oder nicht? Da habe ich die nicht wahrgenommen. Yo, es ist viel... Aua. Es ist viel zu gut gemacht. Ich will gar nicht aufhören mit der Mission. Die ist viel zu gut. So, da sind noch 3 Stück. So, ich will auch mal den Laser einschalten. Sonst habe ich den gar nicht so... Jetzt ist der komplett nutzlos. Ah, ich treffe das nicht mal von hier. Das war ja dumm. Falsche Taste. Der ist da. Also dann. Einer noch, wo ist er? Aua! Aua! Ach, da drüben. Drehen. Okay, vielleicht räumen wir erstmal hier ab. Wo kommen die eigentlich alle her? Die kommen alle wieder geflogen. Kommt immer noch. Ach, da drüben ist noch einer. Müsste ich den jetzt nicht mit dem Lichtbogen einfach kriegen können, like? Das hat mich hingehauen. So. Ah, die Mission war brutalst cool. Oh mein Gott, war die Mission cool. Absolut feierbar. Richtig nice. Ja, da konnte Rivali jetzt mal zeigen, was er drauf hat, ne? Und der Ladebildschirm zeigt's auch. Der Ladebildschirm hat's so richtig drauf. Der kann ein Schwert drehen. Ja, nice. Drehendes Schwert. Okay. Hier ist jetzt Ruhe! Vorwärts! Oh, der ist da? Der Typ ist hier? Das ist übrigens eine Szene, die man im Trailer da gesehen seid hat. Ihr ja. Das heißt, wir werden bald auf den treffen. Okay.
Ja, moin. So dichter Nebel. Da wollen wir durch. Mit Sicherheit werden wir uns sofort verlaufen. Wenn nur jemand vom Himmel aus den Weg erkundet. Sehen die den nicht? Bei dem Nebel kann selbst ich von oben nicht sehen. Denkst du eigentlich nach, bevor du etwas sagst? Hä? Uns zu verlaufen ist noch die geringste unserer Sorgen. Wie sollen wir erkennen, ob hier noch jemand ist? Seid ihr dumm? Wir müssen in jedem Falle darauf gefasst sein, dass wir... So neblig ist das jetzt auch nicht, dass man den nicht sieht. Ach, oder kann nur Zelda den sehen? Wo kommst du? Ah, nee, okay. Her? Hä? Und wer bist du? Na, der Musiker aus dem Wald der Quarks, Maronus! Ich hab mir Maronus nie mit so einer Stimme vorgestellt. Quarks? Prima! Kannst du uns dorthin führen? Wärst du nur einen Moment still, könntest du dich sicher an ihnen vorbeischleichen. Ach, wie dem auch sei. Wir haben bei dir im Wald etwas zu erledigen. Daher nehmen wir uns gern der Monster dort an. Wirklich? Oh. Hier geht's lang. Ach du Schande. Aber so kommen sie immerhin durch den Wald. Eine waldreiche Gegend. Also der Wald von Hyrule ist eine waldreiche Gegend, die die verlorenen Wälder und den Wald der Crocs umfasst. Der Wald der Crocs ist Heimat der Waldgeister, die Crocs genannt werden. Kann jemand bitte einen Waldcounter in diesem Text machen? Masterschwert. Einzigartiges Schwert, mit dem man die Finsternis versiegeln kann. Gegenwärtig schläft es im Wald der Crocs. Wecken wir es mal auf, würde ich sagen. Allerdings im nächsten Part auf jeden Fall. Wobei, jetzt 22 Minuten? Sollen wir noch ein bisschen anfangen? Ah, wir fangen noch ein bisschen an. Auf geht's. Okay, das ist jetzt eine nicht so große Map. Die sollte auch Croc-technisch nicht so schwierig abzulaufen sein. Fangen wir doch gleich mal hier an. Oha! Den habe ich gar nicht realisiert. Wo war der denn jetzt? In der Kiste? War der in der Kiste drin? Auf jeden Fall gut, dass ich mich hier gleich umgeguckt habe, ne? Aber der kam... Ich habe den vorher nicht gesehen. Der muss in der Kiste gewesen sein, ne? Also ist es dann auch wichtig, Kisten kaputt zu machen für Crocs? Oh je, oh je. Was? Hier kannst du passieren. Ah ja. Ein Pfad an dieser Stelle. Das hätten wir ohne Hilfe gar nicht bemerkt. So. Okay, im Wald der Crocs sind bestimmt Millionen Crocs einfach. Aber die werden wir jetzt auch hier... Okay, hier komme ich später auch durch, jetzt noch nicht. Das heißt, im Moment gibt es sowieso nur einen Weg für mich. Das ist ja schon mal gut. Alter, wie viel... Okay, okay. Das Spiel will, dass man hier sucht. Das Spiel will, dass man hier sucht. Also ihr verzeiht mir, wenn ich hier wirklich sehr detailliert jetzt durchlaufe. Das ist ja... Mehr als offensichtlich, dass man hier durchsuchen kann, alles. Was ist jetzt los? Ah ja. Heilige Kastanie. Na gut. Jo, Maronus selber kämpft auch, okay. Kann man mal machen.
Okay. So, ich will mich aber weiter umgucken. Oder muss ich jetzt direkt, läuft er direkt weiter? Der wird schon ein bisschen Zeit mitbringen. Okay, hier ist nichts weiter. Ah, es war ja gerade wirklich eine Krogblume nach der anderen. Oh, der geht einfach weiter, okay. Hey. Hier ist nichts weiter. Okay. Hier ist alles fein. Man sieht ja auch auf der Karte, dass hier nicht groß Möglichkeiten sind. Okay, da ist wieder so ein großer. Hält der viel aus? Das geht. Jawoll! Aua. So. Tschüss. Link. Den haben wir auseinandergenommen. So muss das sein. Okay. Wieder am Rand aufpassen. Der hat jetzt hier wieder aufgemacht. Hier scheint jetzt allerdings kein Krogs mehr Zeug. Guck mal, hier kommen wir später auch durch. Das ist jetzt noch zu. Wahrscheinlich auf dem Rückweg dann. Ich bin so frei und gehe einfach schon mal in die Richtung. Dann habe ich mich hier schon mal um... Oh mein Gott! Ich wollte gerade sagen, dann habe ich mich hier schon mal umgeguckt. Das war nicht meine beste Idee. Aber überhaupt nicht. Falsche Taste! Das war... Oh, jetzt... Jetzt habe ich den Feuertyp mit Feuer angegriffen. Das war das Dümmste, was ich tun konnte. Ich wollte Bomben einsetzen. So nämlich. So wollte ich das eigentlich machen, hat nicht hingehauen. So, aber jetzt ist er schon mal weg für nachher. Hier wäre aber nicht mal ein Krogi gewesen. Aber so haben wir hier den Weg schon mal aufgeräumt, das ist doch auch ganz nett. Ja, hier ist einfach effizient gar nichts. Hier ist einfach effektiv gar nichts. Okay. Vielleicht waren die wirklich nur am Anfang und jetzt hier in diesem... Oh. Und jetzt hier in diesem Kampfmodus, in diesem Kampfabschnitt, sind auch keine Krogs. Ich weiß es nicht, aber ich, da ich mir nicht sicher sein kann, muss ich auf jeden Fall immer weiter gucken. So, haben wir es jetzt. So, wir hätten jetzt A aufgeladen, sollte uns wieder ein großer entgegenkommen. Warte mal, hier ist so der Baum so offen. Aber das ist einfach so, okay. Das ist einfach so, so. Der Walter Cox ist gleich um die Ecke. Die Reise war sehr angenehm mit euch. Ah, guck mal. Mhm. Da haben wir doch schon wieder was entdeckt. Hui! Jawohl! Sehr schön. Und tschüss. Na sowas.
Ach, Revali. Ich mag dich auch. So, nachdem Maronus in die Richtung weitergeht, gehen wir in die Richtung weiter. Um uns krogmäßig umzugucken. Yo. Und schon mal aufzuräumen. Weil immer gegen das System. Na, weißt du Bescheid. Aber hier hätte ich eigentlich jetzt vermutet, dass hier was ist. Aber hier ist einfach nichts. So. Jawohl. Okay, sehr schön. Ah, der kommt noch. Haben wir es jetzt? Gut. Hier ist Ruhe. Ne, hier kam ich her. Da muss ich weiter. Ich meine, es kann ja nicht schaden, hier einfach schon mal den ganzen Weg freizuräumen. Wir müssen nachher wahrscheinlich sowieso da lang. Und dann sind die Gegner schon mal alle weg. So, warum nicht? Okay. Oh, noch eine Spurtechse dabei. Ich nehme an, bei jedem Feuer kommen... Ja, okay. Warum nicht, ne? Kann man ja mal machen. Und es geht jetzt ja nicht irgendwie auf Druck, dass jetzt Maronius oder so angegriffen wird. Alles in Ordnung. Alles in bester Ordnung. Wir sind hier auf jeden Fall nicht umsonst unterwegs. Weil wie viele ich auf dem Weg kommen werden. Zack! Jo, da ist noch ein großer einfach dabei. Kleines Glückwunsch-Tänzchen zwischendurch. Gut, dass wir das nicht sehen. Okay, aber da ist wieder so ein Gang, in den geht es einfach rein und nicht mehr zurück. Dann ist hier doch bestimmt irgendwo ein Kro... Warum hat das Gras gerade so komisch gelaufen? Ah, guck mal, sag ich doch. So. Haben wir hier auch schon mal aufgeräumt. Da kommen wir nachher auch noch durch, ne? Das ist auch so ein Durchgangsweg. Ich sehe das schon. Und auf der Karte sind wir jetzt genau da ganz am Rand. Das heißt, da laufen jetzt noch den Weg zurück nach oben und haben dann hier alles aufgeräumt, was man schon mal aufräumen kann. Erstmal hier in die Lücke. Ja, perfekt. Da ist die andere Krogblume. Das wird alles nachher noch auf... Nee, das geht nicht auf. Da ist die Karte zu Ende. Aber ihr seht, ich laufe hier nicht umsonst schon mal lang. Das ist perfekt, hier schon mal aufzuräumen. Aufräumen und die Krogdinger zu sammeln. Okay, hier ist Schluss. Dann geht es jetzt hier noch ins Ende. Das ist das. Ha, guckst du mal. So ein Ding ist das. Okay, perfekt. Dann würde ich sagen, ist das jetzt eigentlich eine gute Stelle,
Wir haben diesen Weg komplett beendet. Jetzt bleibt nur noch der Hauptweg übrig. Und den wird mich beim nächsten Mal dann weitergehen. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.